Wisst ihr was? Ich wohne jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten hier und ich muss sagen, es ist Zeit für einen Tapetenwechsel. Und ne, es ist ja ganz toll, wenn man sich ein fertiges Haus kauft und dann damit zufrieden ist. Aber mit Häusern ist es wie bei Computern. Der, der selber baut, ist der wahre Giga-Chat. Und deswegen mache ich heute genau das. Heute bauen wir ein Haus. Oder auch zwei. Vielleicht habe ich genug Lust für zwei. Wollt ihr was Interessantes sehen? Ja, dann passt mal auf. Wenn man in die Optionen geht und dann unter Audio, ne, dann stellt man hier seine Lautstärke ein, wie es irgendwie passt. Und dann müsste man doch meinen, dass Safe die richtige Schaltfläche ist. Jetzt pass auf, was passiert, wenn ich auf Safe drücke. Da steht zwar Saved, aber es hat sich geresettet. Ich höre nichts mehr. Was man nämlich eigentlich machen soll, ist, man stellt das ein und klickt einfach Back to Game. What? Und damit willkommen zu einem Spiel namens House Builder, wo der Name Programm ist, denn in House Builder bilden wir Houses. Aber nicht irgendwelche Häuser, soweit ich das verstanden habe, ist da richtig abgefahrenes Zeug dabei. Also irgendwie so ein super duper Igloo oder irgendwie eine Dreckhütte im Regenwald. Also meistens sind es keine normalen Unterkünfte, die wir hier bauen, sondern etwas Extraordinäres. Ich würde sagen, ich laber nicht länger. Wir starten direkt das Spiel und schauen einfach mal, welche Häuser heute so gebaut werden müssen. Watch Movie. Das ist nicht unbedingt, was ich will. Ich würde ganz gerne eins bauen. Und jetzt nicht irgendwie ihren Film angucken. Play Now. Okay, das Dreckhaus. Und dann gibt es irgendwo noch ein zweites, glaube ich. Ah ja, hier. Das Igloo-Haus. Kein Zeitlimit. Fangen wir mit dem Igloo-Haus an und bauen dann das Dreckhaus. Das erscheint doch sinnvoll. Okay, und so sieht das dann aus und ich krieg dafür 200 Evolutionspunkte. Ich weiß nicht, worin ich die dann investieren soll, aber hey, Punkte sind... Punkte. Ah ja, auch ich halte meine Hände so. Verehrte Mitmenschen, ich bin definitiv kein Alien, das seine Hände komisch hält. Alles klar, bla bla bla, das Iglo ist quasi wie irgendwas, was ich machen muss als Praktikant. Also als erster Auftrag und der Bär wird mich nicht angreifen, solange ich ihn nicht nerve. Welcher Bär? Und jetzt, da das Spiel mir das gesagt hat, bekomme ich richtig Lust, ihn zu nerven. Ich glaube, ich wurde angelogen. Hier ist kein Bär. Nicht mal eine Spur von einem Bären. Das ist falsches Advertisement, okay? Ich wollte mich eigentlich hier draußen von einem Bären fressen lassen. Das geht jetzt nicht. Ich will mein Geld zurück, auch wenn ich gar nichts hierfür gezahlt habe. Okay, schade, ich kann mich nicht umbringen lassen. So. Bauen. Neuer Skill verfügbar. Yay! Ich habe ein Ding auf den Boden gesetzt und werde instant dafür belohnt. Ich kann das kaum sehen. Sprinter Beginner. Damit bin ich schneller. Okay, unlock now. Yay! So viele tolle Achievements. Und jetzt holen wir das Zeug hier aus dem Eis raus. Ich habe die Dinger nämlich schon gesehen. Ja, hier ist das Messer. Und damit schneiden wir das dann raus. Ein Eskimo. Knife. Ah, so funktioniert das. Okay, man hält einfach die linke Maustaste und schneidet das dann wortwörtlich aus. Okay, und ich kann das machen. Ich kann das machen, bis die Quelle quasi leer ist. Und ich habe schon wieder einen neuen Skill verfügbar. Spiel, ich schneide gerade Eis aus dem Boden. Okay, und aus irgendwelchen Gründen wächst das direkt danach nach. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber nervt mich jetzt nicht mit Skills. Das hier ist faszinierend. Jetzt ist die Quelle leer. Das heißt, aus einer Quelle kriegt man 9 Stück. Alles klar. Ich mache erstmal das Fundament. Ne? Jedes gute Haus. Okay, mit Skills kann man manche Sachen schneller machen. Das ist ja toll. Jetzt lass mich erstmal das hier platzieren. Jedes gute Haus braucht ein stabiles Fundament. Hat schon mein Opa immer gesagt. So, neuer Skill: Beginning Eskimo Builder. Da kann ich 2-mal mehr Schneeblöcke schneiden damit. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, ob ich irgendwie die Bodenbeschaffenheit beeinflusse, aber ich frage ja nicht. Ich bin zufrieden. Ist die Quelle unendlich? Ich habe jetzt schon 40 Stück hier rausgeschnibbelt. Okay, mein Bildschirm friert langsam zu. Ich muss zurück ans Feuer. Ich glaube, ich habe eine unendliche Quelle gefunden. Und jetzt mal ganz blöd gefragt. Außerdem habe ich einen Hundi, den habe ich noch gar nicht begrüßt. Was passiert, wenn mir das Feuerholz ausgeht? Weil hier draußen wächst kein Baum oder so, wenn ich also kein Feuerholz mehr habe. Bin ich dann ein toter Mann? Vielleicht, eventuell ja. Und was mache ich überhaupt hier draußen?
Habe ich mich einfach mit dem Hubschrauber abwerfen lassen und mache jetzt so Bear Grylls-Style Survival? Das reicht erstmal. Ich habe 50 Stück. Ich sehe auch keinen Schlitten. Also ich muss wirklich aus dem All gedroppt worden sein. 6-mal mehr Blöcke. Ach du Heilig. Also langsam sind das echt viele. Ja, das ist ja cool. Der Construction Progress geht halt super langsam vorwärts. Ne? Wir sind erst bei 7%. Alter, das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern, die ganzen Blöcke dafür aus dem Boden zu schnibbeln. Aber Rom wurde ja nicht an einem Tag erbaut. Dieses Iglo aber schon, weil ich so cool bin. So, was jetzt? 15-mal mehr Blöcke. Was ist das denn für ein Upgrade-Pfad? 2-mal? 6-mal? 15-mal. Das heißt, wenn ich jetzt einmal so mache. Ja. Quelle ist leer. Und ich muss die alle einzeln Okay. Ich muss die alle einzeln aufheben. Das ist toll. Das heißt. Außerdem ist das hier echt weicher Schnee. Ich sink irgendwie ein. Sobald ich jetzt einmal schneide, führt das dazu, dass ich meine E-Taste spammen muss. Ja, das ist ja cool. Jetzt spiele ich in ein Fighting Game. Nice. The main dome is ready. Impressive. Okay, und jetzt einfach weiter linke Maustaste spammen. So baut man Igloos. In dem Fall. Das ist sehr gut zu wissen. Wenn ich jetzt jemals von der ISS springe und hier draußen ende, weil das ist, wie ich mir das hier erkläre, ne? Dann kann ich ein Iglo bauen. Das ist ja cool. 45%. Hey, wir machen ja richtig Progress hier. Nice, aber den Rest werde ich nicht von außen bauen können. Da muss ich dann, glaube ich, rein dafür, um das dann zuzumachen. 53%. Cool, dann brauchen wir aber noch eine Tür. Na? Ansonsten geht die ganze Wärme wieder raus. Also wir brauchen noch irgendwas, um das zuzumachen. Ach so. Ich habe unendlich Stöcke, weil die einfach respawnen. Das heißt, ich habe auch unendlich Feuer. Ist das dein Job, die ranzuschaffen? Ja? Bisschen gut, ja. Die siehst ein bisschen tot hinter den Augen aus, weil er mich nicht anguckt, aber bisschen guter, feini, feini, tschüss. Alles klar, ich schwenk einfach meine Maus nach rechts und links und spam die linke Maustaste. Easy. Main Dome is ready. Perfect. Und jetzt bauen wir außen. Ich kann nicht durch. Jetzt bauen wir außen noch ein bisschen Eingangsbereich. Ah, okay, der Eingangstunnel. Ich dachte schon, wie machen wir das? Wie lösen wir das Problemchen? Eingangstunnel. Easy. Construction finished. Add to wishlist on Steam. Okay. Ich habe kein Gesicht, by the way. Was? Ich bin einfach nur ein Geist mit einem Helm auf. Das Spiel nahm mir mein Gesicht, aber nicht meine Motivation. Deswegen zurück auf die Weltkarte und dann würde ich sagen, wir bauen noch das Dreckhaus. Na, haben wir das auch erledigt. Hier, das Dreckhaus, das Schlammhaus. Dreckhaus klingt so, als würde ich das unter Wert verkaufen. Es ist ein Schlammhaus. Und das Fundament besteht aus Stein. Und da kriege ich wieder Evolutionspunkte dafür. Ich weiß immer nicht, wofür die sind, aber es ist eh irrelevant. Das ist nicht das fertige Spiel. Hier gibt es nicht so einfach auf. Hier ist nochmal eine Challenge. Okay, ich muss das Ding bauen. Irgendwo hier gibt es einen hungrigen Löwen. Und ich muss das schnell hinter mich bringen. Sonst lernen wir den vielleicht noch kennen. Und schon wieder habe ich die Frage, wie bin ich hier gelandet? Ich habe ja nichts bei mir. Ich habe irgendwie so Stammesbemalung. Wurde ich einfach aus dem Helikopter geworfen und habe jetzt überlebt und mach's mir hier bequem wie dieser Typ, den ihr bestimmt schon auf YouTube gesehen habt mit dem Stock, der aus Dreck einfach einen Palast baut? Bin ich der Typ? Die Musik, yo. Als ist das hier ein bequemer Urlaub. Das heißt, ich hebe einfach Steine auf, die hier rumliegen. Und benutze die dann als Fundament. Alles klar. Fun Fact. Z, um das Builder's Eye zu benutzen. Damit kann ich Items finden. Ah, yes. Die Assassin's Creed Vision. Die nicht mal so krass funktioniert, weil das Highlighting von den Steinen jetzt echt nicht so krass ist. Danke für gar nichts, Spiel. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert? Green Hell. Aber Green Hell, wenn man Green Hell auf Wish bestellt, mit merkwürdiger Musik, die irgendwie gar nicht zu dem passt, was ich hier mache, sondern eher so klingt, als fahre ich gerade ein Traktorrennen in Texas. Und der Gewinner bekommt die
keine Ahnung, Bauernkönigin, ich weiß nicht, was hier abgeht. So, bitte sagt mir, ich muss nicht nochmal Steine aufheben, das wäre super. Jetzt brauchen wir Stöcke. Okay, ich muss die Axt aufheben, jetzt lassen wir es knallen. Jetzt gehen wir zu einer Palme und hauen rein. Nevermind, so eine... Da ist ein Marker. Okay, ich weiß aber nicht, also, na, der verschwindet dann einfach vom Bildschirmrand. Ich weiß nicht, wo er will, dass ich hingehe. Ah, hier. Also, halten. Ich verstehe, dann kippt das Ding einfach um. Baumfeld, yay, dann machen wir das noch kleiner. In handliche Stückchen. Es ist wie Green Hell. Da funktioniert das ja so ähnlich. Aber halt wie Green Hell ohne das ganze Survival-Zeug. Mit viel zu stiller und ruhiger und entspannter Musik dafür, dass ich mich hier im Dschungel befinde und eventuell von wilden Tieren gefressen werde, okay? Während wir hier sprechen, werde ich von Blutegeln ausgesaugt. So, die Stöckchen sind fertig. Ah ne, hier oben noch. Okay? So, so. Und es fehlt ein Stock. So nah und doch so fern. Jetzt liegt hier wieder so viel Zeug auf dem Boden rum, aber das lasse ich einfach mal liegen. Ah, ich brauche noch mehr davon. Es fehlt mehr als ein Stock. Okay, Spiel, dann gib mir doch am besten gleich eine Zahl, wie viel fehlt. Dann kann ich das vorbereiten und muss nicht in den Dschungel laufen, dann das zurückbringen, denken, dass ich fertig bin, enttäuscht werden und zurücklaufen. Wäre super. Hier und dann hier und das war's. Ne, hier fehlt noch ein Stock. Okay, und hier. Sind wir jetzt fertig mit Stöcken? Wir sind fertig mit Stöcken. Jetzt muss ich das zusammenbinden. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Mauszeiger los ist. Ich glaube, der will kämpfen. Da ist konstant jetzt eine Faust in der Mitte vom Bildschirm. Ich weiß es nicht. Aber es sieht aus, als will ich den Baum da boxen. Hier, Palme. Hast du dir verdient. Ich will eine Kokosnuss. Boah, geht mir die Musik auf die Nerven. Ja. Das ist so nervtötend. Ich will hier einfach nur rumlaufen. Und ein paar kleine Palmen zu Klump hauen. Ja, und dann repurposen und benutzen für meine Unterkunft. Und die ganze Zeit im Hintergrund. Ding, 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 bling, 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 bling. Als spiele ich hier irgendein Jump'n'Run oder so. Genau so klingt's. Wie so ein nerviger Soundtrack in einem Jump'n'Run. Das ist genau wie diese Musik klingt. Da fängt der nächste Track an. Oh Gott. Spiel ich Donkey Kong oder was? Halt dein Maul. So, jetzt aber stopp. Keine Stöcke mehr. Dankeschön. Nur noch Seil. Das ist annehmbar. Weil das mit den Stöcken hat jetzt wirklich Überhand genommen. Die sind teilweise gar nicht mehr so easy zu finden, weil ich gefühlt schon den ganzen Dschungel abgeholzt habe. Zumindest die Palmen, wo man die herkriegt. Jetzt brauchen wir halt noch mehr Seile. Und dafür brauche ich wieder die Palmen. Also bin ich im Prinzip in genau derselben Situation wie gerade eben mit den Stöcken. Yay. Und Bums. Yay. Jetzt keine Bäume mehr fällen. So, jetzt holen wir uns die Holzschale, dann holen wir Wasser und dann eine Schaufel und dann holen wir uns Lehm. Ah. Wir machen Ziegel. Okay, wir holen das jetzt da raus und machen das hier rein. Okay, you done? und dann hier drauf? So funktioniert's. Neuer Skill verfügbar. Bitte irgendwas, was das einfacher macht. Fände ich super nice. Das haben wir schon. Sprinter Master. Dann renne ich schneller. Das ist nicht unbedingt, was jetzt so super praktisch ist. Aber besser als nichts. Und das dauert. Okay. Und ich muss das immer einzeln machen. Gibt's irgendwas, wo ich das mehr machen kann? Zwei mehr Mudblocks. Das ist huge. Danke, Spiel. Ey, nochmal ein neuer Skill. 6-mal so viel. Jetzt eskaliert es gleich wieder. Das Ding ist halt, ich kann die nicht aufheben, ne? Das heißt, die liegen dann hier und ich muss sie von Hand hier drüben nach hier drüben schleppen. Was halt bei aller Liebe... Ah doch, ich kann sie aufheben. Jetzt auf einmal nur den untersten nicht. Okay, das macht so viel einfacher. Alles klar. Ich dachte schon, ich muss die dann von Hand nach da drüben schleppen. Das wäre ja Wahnsinn. Nee, 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 nee. Neuer Skill verfügbar. 30-mal so viele Blöcke. Ach du Heiliger. Ach du je. Okay, wenigstens hebe ich gerade den ganzen Stack auf. Weil vorhin, ne, bei dem Iglu. Ich weiß, ich sag Iglu, aber ich spreche es aus teilweise wie Iglu, wie Captain Iglu. Das ist für immer in meinem Brain. Bei dem Iglu, so, waren es teilweise so viele Blöcke, die ich gemacht habe.
das, kannst du jetzt da reingehen? Oh, okay. Bruder? Nein. Waren so viele Blöcke, die sind einfach durch die Map gefallen. Ich habe jetzt 300 davon, ich bin super slow. Aber die werde ich auch brauchen. Das dauert so lange. Das ist fast, als baut man ein Haus in echt. Das braucht seine schöne Zeit. So, ich habe ausnahmsweise mal gute Neuigkeiten. Die Wände sind gleich fertig. Yay, yeah, jetzt fehlt noch ein Dach. So. Okay, da kommt dann wieder nur einer raus. Oh mein Gott. Dann kommt der hier oben drauf. Aber wir müssen jetzt noch den Ofen anfeuern. So. An. Okay, ich mach mal, ne, voll. Und dann hat das auch so eine gewisse Kapazität an Ziegeln. Und das dauert auch dementsprechend ein bisschen. Ach du je. Ich bin noch Tage hier. Das heißt, ich muss das füllen und dann müssen wir warten. Und dann kommen wahrscheinlich 4 Ziegel raus. Kann ich mir vorstellen. Richtig? Geh. Ja. Es sind 6. Es sind ganze 6 Ziegel. Wundervoll. Guck mal, wie viele ich brauche, though. 6 ist nicht genug. Upgrade 2-mal so viel. Kann man mir das bitte von Anfang an geben, weil das ist doch Quatsch. Also meine Güte. Neuer Skill. Oh meine Güte, guck dir an, wie viel noch fehlt. 5-mal so viel. Papa bless. Und ich muss gleich wieder Lehm machen. Und ich muss halt jedes Mal das hier rein, ne? Dann rausziehen, dann hier oben reinwerfen und das 4-mal. Ganze 4-mal. Das, also, Spaß macht's auf jeden Fall. Ungefähr so wie nachts, wenn du irgendwie aufs Klo willst, auf einen Legostein zu treten. Macht ähnlich viel Bock. Habe ich gehört. So, brenne in der Hölle. Komm, rück die Ziegel raus. Es dauert noch Jahre. Neuer Skill. Wie viele sind es jetzt? 20-mal so viel. Ich bin jetzt ein Meister des Schlamms. Das klingt wie eine Beleidigung. Aber, Spiel, ich lasse es dir durchgehen. Weil 20-fach ist nicht übel. Da ist schon wieder diese Musik. Ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, das klingt doch wie irgendwas, was vor so einer Free-to-Play-Mobile-Spielwerbung auf YouTube läuft, oder? Oder währenddessen. Genau solche Musik und dann wird dir irgendwie ein Spiel angepriesen, was ganz anders aussieht, wenn du es dann runterlädst. Ich habe jetzt 96 in einem, das ist total geil. Aber Gott, gib mir die Musik auf die Nerven. Ich weiß nicht, zu wieviel Mal ich den Track jetzt schon höre, aber er ist in meinem Gehirn. Neuer Skill. Moment, ich mache die Seite ja noch fertig. So, das war's mit der Seite. Das ist eigentlich, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, wenn man einfach linke Maustaste hält. Und dann zieht. Da muss man nicht immer einzeln klicken. Das sollte eigentlich Standard sein. Ich weiß nicht, wie das nicht Standard ist. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt noch einmal mache, dann haben wir's. Dann ist die Dreckhütte fertig. Dann habe ich der Welt bewiesen, dass ich hier draußen überlebe. Der ist weg. Keine Ahnung. Ich glaube, den sehe ich nie wieder. Dann habe ich der Welt bewiesen, dass ich hier draußen überleben kann. Und wir fahren nach Hause. So, sind wir fertig? Anscheinend nicht. Irgendwo fehlt noch was. Hier. Das Dach ist fast bereit. Okay, jetzt machen wir hier noch drauf. Und das war's. Gott sei Dank, World Map. Hol mich hier raus. Wobei, continue. Wo ist der Löwe? Mir wurde ein Löwe versprochen. Friss mich, Simba. Ich bin bereit. Eat me, Daddy. Please. Ja gut, nee, Simba ist nicht hier. Ich würde einfach mal sagen, das war's hier bei House Builder. Das war, by the way, nicht das fertige Spiel, sondern nur so eine Vorschauversion. Ich habe das einfach auf Steam gesehen, dachte mir, es sieht ganz lustig aus. Es gibt keinen Weg, wie ich das fertige Spiel spielen werde, weil Gott geht mir das auf die Nerven teilweise. Aber ich fand's lustig. Und ich weiß nicht, was das hier für ein komischer Effekt ist. Das Wasser ist anscheinend, keine Ahnung, hat die Konsistenz von Plastikfolie? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich will wieder nach Hause. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Oh Gott, diese Musik. Unga Bunga Borgen, sei ruhig.